ist wirklich ein Moment, wo die Tür aufgeht hin zu neuen Möglichkeiten in der universitären Ausbildung. Wir haben eine Fakultät fürs 21. Jahrhundert gegründet. Damit war klar, dass wir nicht lernen können wie im 20. Jahrhundert. Es gibt einen Standort mit dem Ars Electronica Center, mit einem wunderbaren Radiologen Professor Fellner. Das alles haben wir zusammengebracht und damit gibt es jetzt einen Medspace, wo man Anatomie in einer völlig neuen Form erleben kann. Und die große Vision ist, dass wir in der Medizin damit Maßstäbe setzen, um Dinge hier wirklich weiterzuentwickeln. Für uns aus dem Ars Electronica Future Lab ist eine ganz wesentliche Phase hiermit abgeschlossen, nämlich die Entwicklungsphase für diesen Cinematic Rendering oder Cinematic Anatomy Vorstoß. Der Vorstoß deshalb, weil das weltweit einzigartig zu sehen ist, was hier präsentiert wird und was hier eingesetzt wird. Eine Technologie, die es uns erlaubt, die Zukunft der Higher Education im medizinischen Bereich völlig neu zu denken. Also das ist wirklich ein Moment, wo die Tür aufgeht hin zu neuen Möglichkeiten in der universitären Ausbildung. Und wir sind enorm stolz, da mit im Team zu sein, als Entwicklungspartner mit Siemens Healthineers auf der einen Seite und aber gleichzeitig auch die wissenschaftliche Begleitung durch Primarius Franz Fellner und der gesamten MedUni hier in Linz. Was mich so begeistert hat hier an Linz und dem ganzen Setting mit dem Ars Electronica, ist sicherlich die Zusammenarbeit mit Professor Fellner, der das Thema natürlich sofort aufgegriffen hat und mit ganzer Begeisterung in das Thema gegangen ist. Und das hat ermöglicht, eine Software, die eigentlich für die Radiologen zunächst entwickelt wurde, um denen bessere Bilder zu liefern, diese Software weiterzuentwickeln für die anatomische Lehre. Also wirklich das einem ganz neuen Anwenderkreis verfügbar zu machen. Also bei Cinematic Anatomy ist das eine, dass es faszinierend aussieht und schon hervorragend funktioniert. Das andere ist natürlich, man hat schon emotional eine andere Beziehung zu diesen fantastischen Bildern, wenn man weiß, das ist jetzt ein lebender Mensch, den man da betrachtet und keine Computersimulation. Die besondere Herausforderung für uns in dem Projekt war es, aus einem frühen Prototypen, der bei uns im Ars Electronica Center im Deep Space erstmals gezeigt wurde, eine für eine Universität geeignete VR-Anwendung zu machen, die wirklich quasi in einem komplexen VR-Raum trotzdem auch für Mediziner einfach zu bedienen ist. Wir haben ja hier jetzt die Möglichkeiten der Computergrafik, die man am Seziertisch nicht hat, die man in einer haptischen Anatomie nicht hat. Das heißt, wir können unsere Bilder vergrößern, vor allem wir können sie bewegen, rotieren und eine komplizierte dreidimensionale Anatomie zu bewegen, das erleichtert das Verständnis der komplizierten dreidimensionalen Anatomie. Dann können wir zerstörungsfrei hineinschneiden und zurückschneiden. Was Sie an der Leiche wegschneiden, ist weg, ist verloren. Das passiert uns bei der virtuellen Anatomie mit dem virtuellen Schneiden nicht. Wir bauen auf dem Know-how und dem Wissen unterschiedlichster Disziplinen im Team, im Spielfeld zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft. Und diese Infrastruktur hat einen enormen gesellschaftlichen Nutzen, den wir sehen, der hier nicht nur in Linz eine Rolle spielen kann, sondern weltweit, international eine Rolle spielen wird. Und wir sind sehr, sehr froh, gemeinsam mit Siemens Healthineers hier eine Möglichkeit gefunden zu haben, das auch über die Grenzen Österreichs hinaus anbieten zu können. Ich habe jetzt ja junge Oberärzte mir genommen, die mich unterstützen und auch dann unterrichten können, dass ich nicht alleine bin. Und die sagen auch schon, das ist erst der Anfang, das hat unglaubliches Potenzial. Also was genau noch kommen wird, wissen wir nicht, aber wir wissen, da ist noch gewaltig was drin in der Zukunft.